Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Minutes for Growth. Staffel 1, Episode 27, wenn ich richtig gezählt habe. Sie zählen ja mit. Und wir müssen uns heute wieder einmal um eines meiner Lieblingsthemen kümmern, wenn es um das unternehmerische Wachstum geht, um den Vertrieb. Vertrieb kann eins von zwei Dingen sein. Entweder eine Bremse oder ein Treiber. Ja, es kann eine Bremse sein. Ich sehe schon das Fragezeichen auf der einen oder anderen Stirn. Ich habe genug Unternehmen erlebt, innerhalb derer der Vertrieb eben kein Wachstumstreiber war im positivsten Sinne, sondern eine Wachstumsbremse. Warum? Weil er sich als Silo organisiert hat. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Warum geht man in den Vertrieb? Es gibt verschiedene Studien darüber. Und es gibt immer noch Menschen, die meinen, es wäre wegen des Geldes und wegen des Autos. Falsch. In den Vertrieb geht man wegen der Freiheit. Das ist zumindest das Überwiegende, was die Studien sagen, die ich kenne. Und wenn wir das einmal ernst nehmen, dann ist es im Vertrieb natürlich nicht so gern gesehen, wenn man sich irgendwelchen Regeln, Zwängen oder irgendwelchen Ritualen unterworfen sieht. Zusammenarbeit mit anderen, ui, wir machen doch vorne den Markt. Jetzt kommt hinzu, dass der Vertrieb in der Tat die wichtigste Einheit ist. Jo, das wissen auch einige Vertriebsmitarbeiter und diese Karte wird auch gespielt. Aber ohne Zusammenarbeit geht es nicht. Jawohl, akzeptiert und auch propagiert, Vertrieb ist die wichtigste Einheit und es geht nur mit Zusammenarbeit. Die Frage, Chef, willst du, dass ich hier im Meeting sitze oder soll ich Umsatz machen, disqualifiziert einen Vertriebsmitarbeiter. Das arrogante Statement, dass ohne den Vertrieb hier ohnehin nichts liefe, disqualifiziert den Vertrieb. Was ich häufig höre, ist, wenn ein Vertriebsmitarbeiter vom Vorstand oder der Geschäftsführung mal wieder gegrillt wurde, wie man so schön sagt, ist der Satz, der lautet ungefähr so, Herr Quelle, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, wenn ich wieder in, nennen Sie einen Ort weit entfernt von der Zentrale bin, weil ich da meine Ruhe habe. Sehr wohl, und das haben wir in vielen Projekten bewiesen, lässt sich ein Vertrieb aber wachstumsfördernd aufbauen, ohne dass die Wichtigkeit des Vertriebs in Frage gestellt wird. Man muss nur an eins denken, an die Schnittstellen. Nehmen wir den Vertrieb einmal ins Zentrum unserer Überlegungen, nicht nur heute, sondern grundsätzlich. Ein Unternehmen sollte schon schauen, dass der Vertrieb wirklich auch gewürdigt wird als wichtigste Einheit. Dann haben wir verschiedene Schnittstellen und Sie erwarten bitte nicht von mir, dass ich hier alle aufzeige heute, aber einige müssen wir einfach ansprechen. Zum Controlling, ohne Reihenfolge. Zum Controlling. Wie ist das Kennzahlensystem? Was sind wirklich vernünftige Leistungskennzahlen? Wie kann man das möglicherweise noch perfektionieren? Sie erinnern sich an die Episode Kennzahlen, die wir bei 5 Minutes for Growth auch hatten. Möglichst wenige transparente Kennzahlen. Hier ist eine Schnittstelle. Wie messen wir auch Vertriebsinnovationen? Hochspannendes Thema. Das würde hier zu weit führen. Logistik. Der Vertrieb verspricht das, was die Logistik halten muss. Dumm nur, wenn die Logistik oder ersetzen Sie Logistik durch interne Abwicklung dadurch völlig überfordert ist. Sehr häufig hören wir, also ja, das wäre schön gewesen, wenn wir es gehört hätten vorher, bevor der Vertrieb es draußen am Markt verspricht. Man sollte darüber reden. Entwicklung. Vertrieb und Entwicklung streiten sich wie die Kesselflicker. Der Vertrieb sagt, na, das, was ihr entwickelt, ist völlig am Markt vorbei und die Entwicklung sagt, das ist ein tolles Produkt, ihr seid nur zu blöd, es zu verkaufen. Diese Schnittstelle ist zu managen. Qualitätssicherung geht dem Vertrieb furchtbar auf die Nerven, weil das ein formales Verfahren ist, das auch eine gewisse Zertifizierung möglicherweise hat. Für den Vertrieb ein Gräuel, insbesondere wenn er einbezogen ist. Furchtbar. Marketing. Sie erinnern sich daran, ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, wir haben eine Studie gemacht zur Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb. Und unsere These war, die beiden sprechen nicht miteinander. Die Eingangsthese wurde widerlegt in der Studie, die sprechen ganz viel miteinander, nur über die falschen Dinge. Man trifft sich, man macht Meetings, man macht Telekonferenzen und man verabredet nicht die richtigen Dinge. Oder man hält sie nicht ein. Eine Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Sie sehen also, auch wenn Sie andere Abteilungen jetzt hier noch involvieren würden, diese Schnittstellen sind es, auf die es ankommt. Und zu häufig gelingt es dem Vertrieb in der Organisation, sich als Silo zu positionieren. Schade, weil ein Silo, da kommt man nur von einer Stelle ran und das ist sehr unglücklich im unternehmerischen Kontext. Schauen Sie also einmal, welche Schnittstellen ganz dezidiert zwischen Vertrieb und den anderen Einheiten bestehen und sorgen Sie dafür, dass diese, Klammer auf, wenigen, Klammer zu, Schnittstellen gut gemanagt sind. Dass an den Schnittstellen über das Richtige gesprochen wird.
dass wenige Meetings stattfinden, diese aber effektiv sind. Dass wenige Meetings stattfinden, diese aber die richtigen Themen haben, wo es auch durchaus mal krachen darf. Hauptsache, man geht hinterher raus und hat das Problem gelöst. Nerven Sie den Vertrieb nicht mit irgendwelchen überflüssigen Routinen und holen Sie die anderen ein bisschen ab in das Vertriebsverständnis. Und andererseits wecken Sie auch das Verständnis im Vertrieb für die Schnittstellen. Denn nur so funktioniert es. Silo oder Treiber, Ihre Aufgabe. Bis nächste Woche.